Ja moinsen, meine Bruts, und willkommen zurück zu News Spekulatius. Heute wollen wir über gleich zwei Themen reden. Einerseits geht es uns heute um das leidige Thema der wohl anstehenden Nintendo Direct am 13. Februar. Und wir kommen daraufhin auf das Thema Xbox Live, unter anderem für Nintendo Switch zu sprechen. Auch ein Thema, das sehr heiß diskutiert wird. Dementsprechend, Brodingos, wenn ihr von diesen Themen hier nichts mehr verpassen wollt, dann bleibt bis zum Ende dran, schaut euch das ganze Video an, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr dieses Video unterhaltsam, spannend, melancholisch, emotional oder sonst was findet. Und lasst ein Abo da, wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von dieser glorreichen Rubrik News Spekulatius sehen. Also, fangen wir mit der wohl anstehenden Nintendo Direct an, denn es gibt dahingehend schon seit mehreren Wochen Gerüchte, dass bald eine kommen soll. Ich habe darüber auch schon mehrmals berichtet, so. Im Januar habe ich darüber, ich glaube, ein, zwei Videos gemacht, von wegen, bald kommt wirklich eine Nintendo Direct im Januar, wird jedenfalls so kommuniziert. Kam dann aber keine, wir haben das alle mitbekommen. Dann hieß es, Ende Januar kommt eine Direct. Dann kommt im Februar eine. Also ich bin mir sicher, ich schwöre, Februar kommt eine. Und der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist ein Member des Reset Era Forums. Der Typ, oder dieser, weiß nicht, Wahrsager, wenn man ihn so nennen möchte, nennt sich King Zell. Und der hat halt eben im Reset Era Forum in einer, in einem Thread, in einem Unterforum Folgendes gesagt. Und zwar, hier in diesem Nintendo Direct Speculation Forum, in diesem Thema, in diesem Thread, hat er halt geschrieben, 13, Bruder, is your lucky number and I'm out. Quasi auf Deutsch, 13 ist, eure Glückszahl, Mic Drop, ich bin raus, Bruder. Und jemand, der jetzt irgendwie außenstehend ist und nicht weiß, wer das ist, denkt sich, cool. Aber der Typ, der das geschrieben hat, King Zell, der hat Einfluss, hohen Einfluss, scheinbar, denn er ist derjenige, der zum Beispiel an der Pokémon Let's Go oder der Animal Crossing Enthüllung dran gewesen ist. Er hat das enthüllt. Er hat quasi orakelisiert, hey, bald kommt Pokémon Let's Go und Animal Crossing, und er hatte recht. Und er hatte auch, deswegen sage ich auch Wahrsager, die aktuellste Indie-Präsentation, die vor ein, zwei Wochen war, diese hat er auch korrekt vorausgesagt. Und hat halt jetzt geschrieben, aufgrund seiner wahrscheinlich hohen Kredibilität, hey, 13 ist eure Glückszahl. Von daher, sprechen ihm viele so einen hohen Grad der Kredibilität heraus, weil er sagt, hey, 13. Beziehungsweise 13 Glückszahl, und da interpretieren viele rein, 13. Februar, Nintendo Direct, bam. Die Frage ist aber, ob der Typ jetzt zwanghaft recht haben muss. Das Ding ist nämlich, auch wenn er wohl ziemlich kredibil ist, weil er Pokémon Let's Go, Animal Crossing und die Indie-Präsentation vorausgesagt hat, muss es immer noch nichts heißen, weil, klar, vielleicht hat er irgendwie Einfluss auf die Szene, auf die Gaming-Szene, und hat Kontakte, hat Quellen und gibt diese Quellen dann kryptisch durch solche Nachrichten weiter. Und auch wenn sich viele freuen, dass am 13. wohl jetzt eine Direct kommen soll, blicke ich dem Ganzen relativ skeptisch gegenüber. Will aber meine Hoffnung nicht aufgeben, denn es ist sehr lange her, dass wir eine Direct gesehen haben. Ich glaube, die letzte richtig für sich eigene stehende Direct, kam, glaube ich, im September. Und es war die Direct, die verschoben worden ist um eine Woche, weil irgendwie im, beim Hauptgebäude in Kyoto, irgend so ein Buchstabe vom Logo runtergefallen ist und das wieder irgendwie, angebracht werden musste, weil es da irgendwie so einen fetten Sturm gab. In Japan. Daraufhin wurde sie ja verschoben und, das so das Ding.
Ich glaube, es war im September, darauf will ich hinaus. Im September letzten Jahres kam die letzte richtige Direct. Ich weiß, es kam im Oktober noch eine. Oder war das Anfang November? Irgendwie so. Aber es gab seitdem keine richtige Nintendo Direct mehr. Es gab vielleicht eine Smash Direct dazwischen oder so, aber keine richtige Nintendo Direct. Und es wird Zeit, nach knapp Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, nach 5 fucking Monaten mal wieder eine Direct rauszuhauen. Oder halt Oktober, November, Dezember, Januar. Ja doch, Bruder. Es wird Zeit, ja. Und von daher macht es ja auch irgendwo Sinn, dass jetzt bald eine Direct kommt. Mit vielleicht Gameplay zu Yoshi, mit weiteren neuen Spielen, die man uns zeigen möchte, von deren Existenz wir noch nichts wissen. Aber der Punkt, warum ich denke, dass das skeptisch ist, ist folgender. Warum ich dem Ganzen skeptisch gegenüberblicke. Der Grund dafür ist, dass er halt sagt, dass am 13. Februar eine Direct kommen soll. Und wenn wir uns zurückerinnern, kommen Directs für gewöhnlich immer am Donnerstag. Jetzt fragen sich einige so, ja Kai, wo ist denn das Problem dabei, hm? Naja, die Direct, die am 13. Februar kommen soll, die wird scheinbar am Mittwoch ausgestrahlt. Bruder, die soll Mittwoch ausgestrahlt werden. Das ist das Problem. Normalerweise werden Directs, wie gesagt, immer am Donnerstag ausgestrahlt. Und wenn er sagt, hey, am 13. kommt eine, ist das schon ein bisschen komisch, weil, wie gesagt, wir hatten, glaube ich, seit einer längeren Zeit keine Direct mehr gehabt, die am Mittwoch kam, sondern halt, wie gesagt, eher am Donnerstag. Daher, ja, weiß ich nicht. Das klingt komisch. Aber gut, kann jeder davon halten, was man möchte. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt. Denkt ihr, es kommt trotzdem am 13. eine Direct? Oder denkt ihr auch, hey, ist halt schon ein bisschen komisch, der Gedanke, dass eine Direct an einem Mittwoch kommen soll, wo sie doch eigentlich immer am Donnerstag kommen. Aber lassen wir das mal so stehen. Brudengos, nächstes Thema. Es geht um Xbox Live Gold oder beziehungsweise Xbox Live. Denn da haben mich auch viele angehauen und gesagt, Kai, du wolltest darüber reden. Wann kommt das Video zu Xbox Live endlich mal, Kai? Hallo? Du wolltest ja vor ein paar Tagen drüber sprechen, du hast immer noch kein Video gemacht, Kai. Wann kommt er? Hallo? Kai? Xbox Live? Folgendermaßen. Um ganz kurz aufzurollen, was Xbox Live überhaupt ist. Xbox Live ist ein, Online-Dienst, ähnlich wie zum Beispiel Nintendo Switch Online. Nur halt in viel besser, sagen wir es mal so. Und halt zugeschnitten auf die Konsolen Xbox One und halt PC, wenn man es als Konsole darstellen möchte. Sagen wir lieber Plattform. Für die Plattform Xbox One, damals auch Xbox 360 oder Xbox, die ganz alte Xbox und halt PC, wie gesagt. Das ist der Dienst, der für diese Plattform zugeschnitten ist und kommt halt aus dem Hause Microsoft. Und naja, es gibt auch seit einigen Tagen keine Gerüchte. Es ist eigentlich fest, dass Microsoft geplant hat, das Ganze, ich sag mal, massentauglich zu machen. Und zwar, indem sie diesen Service Xbox Live auf weitere Plattformen erweitern. iOS, Android und Nintendo Switch. Von der PlayStation 4 wollen wir gar nicht erst reden, weil ihr kennt PlayStation 4. Ihr kennt Sony, ihr kennt deren Eigenschaft zu Cross-Plattformen und so, ne? Daher, lassen wir Sony mal in ihrem eigenen Universum, die dann mit sich selber spielen, kein Problem. Also, das Ding ist, Microsoft möchte halt die Kundenschaft erweitern, indem sie Xbox Live auf verschiedene Plattformen bringen. Switch, ja gut, 3DS nicht, Switch, iOS, Android, die sind im Gespräch. So, das Ganze kam von Microsoft selber, ist also kein Gerücht und sie wollen halt im März in einer Konferenz die Leute darüber informieren, was damit jetzt denn genau gemeint ist. Aber primär geht es darum, dass die Entwickler an diesem, Feature teilhaben können, indem sie Sachen in ihre Spiele einbauen, wie zum Beispiel Achievements, Cross-Plattform-Play und so weiter. Das Ganze kennen wir schon von Minecraft zum Beispiel. Auch falls sich jetzt einige fragen, warum ich Minecraft-Gameplay im Hintergrund abspiele, deswegen. Eben aus diesem Grund, weil Minecraft zum Beispiel dieses Feature von Xbox Live schon nutzt, auch auf der Switch. Man muss sich halt auf der Switch mit der Xbox, wenn man Minecraft Bedrock spielen möchte auf der Switch, sich mit seinem Xbox Live-Konto anmelden, damit man Cross-Plattform online-mäßig spielen kann.
Und das ist halt eben das erste Spiel oder das erste richtige Spiel, das auf allen Plattformen soweit, außer PS4, schon nutzbar gemacht worden ist. Also Xbox Live existiert schon auf den Konsolen, nur halt in sehr komprimierter Form. Bei wenigen ausgewählten Microsoft-Spielen. So. Aber es soll bald so sein, dass dieses Feature von Xbox Live auch bald, ja, massentauglich gemacht wird bei mehreren Spielen, die nicht von Microsoft kommen und auch auf mehreren Plattformen existent gemacht werden soll. Ja, es soll quasi auf so vielen Geräten wie möglich verfügbar gemacht werden. Und jetzt fragen sich einige so, hey Kai, was weißt du denn momentan so? Was soll denn dann irgendwie verfügbar gemacht werden? Naja, wie ich gerade eben schon sagte, Achievements, Friendlist zum Beispiel soll kommen, dass man zum Beispiel eine eigene Xbox Live Friendlist hat. Es soll wohl auch Clubs geben und Cross-Plattform ist da auch so ein Punkt. Ja. Außerdem soll es wohl so sein, dass man auch quasi sich dann in diverse Spiele, sofern diese Spiele das unterstützen, das kommt dann auf den Entwickler an, der das in sein Spiel einbauen möchte. Aber es soll möglich sein, dass man quasi Spielstände auf mehreren Geräten nutzt. Das heißt, wenn man jetzt gerade irgendwie auf seinem Android-Gerät Minecraft spielt, speichert man und sagt sich, hey, ich habe keinen Bock mehr jetzt gerade unterwegs Minecraft zu spielen, ich zocke zu Hause weiter, da kann man entweder mit dem gleichen Spielstand auf der Switch, auf dem PC, auf der Xbox One weiterspielen. Das ist halt so das Ding, also dieses Feature des, Spiele, wo du willst, wann du willst, wie du willst, warum du willst, weitere W-Worte, die man da einfügen möchte, das ist halt so das Ding. Ja, man möchte dieses Feature des multiplen Speicherstandes, den man aber natürlich massentauglich macht und auf mehreren Geräten nutzbar machen möchte, das will man halt eben verfügbar machen. Dass du deine Spielstände auf mehreren Geräten nutzen kannst. Das ist relativ cool und es haben mich im Stream noch einige Leute angesprochen, von wegen, hey Kai, da gab es dann noch irgendwie dieses Thema von wegen, dass man dann wohl auch auf der Switch aufnehmen oder auch streamen kann. Darüber habe ich aber nichts gefunden, weil ich habe das Gefühl, das war irgend so ein dummer Junge-Streich oder Leute haben keine Ahnung von davon gehabt, sondern haben halt nur gehört, hey, Xbox Live kommt auf die Switch, wir können dann auch bald streamen auf der Switch. Darüber gibt es momentan noch keine Informationen. Das wird Microsoft dann Mitte März auf dieser Gamer-Conference mitteilen, ob das dann auch wirklich funktioniert. Momentan wissen wir halt nur von Achievements, Cross-Plattform, Safe Data Usage und halt noch dieses vierte Feature, was ich jetzt gerade vergessen habe. Von diesen Sachen wissen wir, okay? Es gibt noch keine Pläne von wegen Streaming auf zum Beispiel Switch, iOS, Android mittels des Dienstes Xbox Live. Auch obwohl es das gibt, ja? Man kann mit seiner Xbox One, wenn man eine Xbox Live-Mitgliedschaft hat, halt eben streamen. Das Ganze geht mit dem Dienst Mixer zum Beispiel, soll aber auch für YouTube funktionieren. Ob das aber, wie gesagt, jemals auf die Switch kommt, das wissen wir nicht. Fakt ist aber jedenfalls, dass Microsoft dieses Feature auf verschiedensten Plattformen nutzbar machen möchte und auch für verschiedenste, viele Kunden nutzbar machen möchte. Ob man für diese Features, wenn man sie halt, ich sag mal, voll ausnutzen möchte, eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft braucht, das kann ich euch auch nicht sagen. Wie gesagt, das alles werden wir Mitte März erst rausfinden. Das ist halt all das, was wir momentan erst wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Das ist das Themen-Talk-Video für heute gewesen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Auch gerade zu Xbox Live. Was wisst ihr darüber, was ich nicht wusste? Schreiben Sie es in die Comments. Hauen Sie rein!